Wir haben den 17. Juli, Mittwoch ist es, und wir wollen starten Richtung Holland. Und mit uns fahren, wie jedes Jahr im Sommer, unsere Enkelkinder. Und ja, da wollen wir die beiden jetzt mal hier auch kurz vorstellen. Kommt mal zu uns, oder zu mir hier. Hallo. Hi. Ja, hallo. Ja, das ist... Tom. Jan. Ja, Tom und Jan, die fahren mit uns nach Holland. Und wo wollen wir in Holland hin? Auf dem Campingplatz. Ja, weißt du auch, wie der heißt? Gerade so nicht auswendig. Nee, das ist der Molenhof. Der ist ja in Deutschland in der Nähe von Nordhorn. Also da in der Richtung liegt etwa der Campingplatz, wo wir hinwollen. Ja, weißt du ein bisschen was über Holland, Tom? Ich weiß wohl, dass dass Holland ungefähr 17 Millionen Einwohner hat. Richtig. Und dass das ungefähr 41.000 Quadratkilometer groß ist. Ja. Und dass es nordwestlich von Deutschland liegt. Ja, das ist schon mal sehr gut. Ja, da hast du auswendig gelernt zu Hause und weißt das deshalb. Richtig? Ja, so ein bisschen. Also ich habe es mir halt rausgesucht und dann ein, zwei Mal angeguckt. Ja. Weißt du denn auch, wie weit das von hier aus dorthin ist? Ungefähr 3 Stunden Fahrt braucht man, um dorthin zu kommen von uns aus. Und mit der Bahn würde man 7 Stunden fahren. Oh, so lange, ja. Ja, wir fahren ja mit unserem Wohnmobil und wir sind ja schon häufiger gemeinsam gefahren. Oder weißt du, wie viel Sommer wir schon zusammen in Urlaub gefahren sind? Ich glaube 5 oder 6. Ja, denke ich auch, so ist es so. Okay, da werden wir jetzt gleich starten und da freuen wir uns alle drauf. Und auf geht's. Ja, wir nehmen euch mit auf unsere Reise. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Ja, wir haben Holland gesagt, man muss ja richtigerweise Niederlande sagen, aber ich denke, die meisten wissen, worum es geht. Ja, werfen wir jetzt mal wieder einen Blick auf die Karte. Wir werden über die A31 Richtung Süden fahren, dann etwas bis in die Höhe von Nordhorn und dann geht es westlich ab Richtung Niederlande. Der Camping De Molenhof liegt etwa 15 Kilometer von der deutsch-niederländischen Grenze entfernt, etwa nördlich von Hengelo. Wir haben diesen Campingplatz gemeinsam mit den Enkelkindern ausgesucht. Dieser Campingplatz bietet sehr viel für Kinder. Das ist ein Grund, weshalb wir dahin fahren. Die Kinder haben sich das alles im Internet angesehen und waren schon bei den Bildern begeistert. Schnell geht es von unserem Heimatort auf die A31. Von der A31 etwa in Höhe Nordhorn geht es auf die A30, dann in den Niederlanden auf die A1 und dann haben wir auch hier schnell die Abfahrt erreicht, wo es dann direkt zum Ort geht, wo der Campingplatz De Molenhof liegt. Der genaue Ort heißt Reutem oder Röthem, ich weiß nicht genau, wie man es spricht. Da ja Ferienzeit ist und damit auf Campingplätzen Hochsaison ist, haben wir hier vorsichtshalber reserviert, um sicher zu sein, dass wir auch einen Platz bekommen. So, wir haben den Campingplatz erreicht und man sieht die Windmühle. Ich denke daher auch der Name Molenhof. Ja, jetzt bleiben wir hier in dem Eingangsbereich stehen und müssen uns erstmal anmelden. Der Camping Molenhof ist ein recht großer Campingplatz. Ich denke, er hat so etwa 400 bis 500 Stellplätze. Angekommen in der Rezeption müssen wir einen kleinen Moment warten, geht aber schnell alles. Die Rezeption hat in der Hauptsaison von morgens 9 bis 18 Uhr geöffnet. Nachdem wir uns angemeldet haben, bekommen wir eine Tasche mit viel Informationsmaterial und wir bekommen einen Plan und können uns einen schönen Platz aussuchen. Dann geht's los und wir suchen einen Platz aus. Die Enkelkinder dürfen natürlich mitentscheiden und die Entscheidung ist auch schnell gefallen. So können wir jetzt auf den Platz fahren. Beim Einchecken haben wir eine Karte bekommen mit einem Strichcode. Damit können wir die Schranke zum Ein- und Ausfahren öffnen. Es wird darauf hingewiesen, dass man langsam fahren möchte, denn es gibt viele spielende Kinder hier auf diesem Campingplatz. Wir haben unsere Parzelle erreicht und ja, die Kinder müssten ihr Zelt selber aufbauen. Sie machen ja schon mehrere Jahre mit uns gemeinsam Urlaub. Wir haben in unserem Mobil nur 2 Einzelbetten. So müssen die Kinder draußen im Zelt schlafen. Das machen sie auch gerne. Und sie kommen schon recht gut klar jetzt mittlerweile mit dem Aufbauen. Natürlich bei extremen Wettersituationen holen wir sie rein und dann dürfen sie auch drinnen schlafen. Herr Meister, das bleibt hier so hängen? Da kommt noch eine Stange rein, Jan. Okay. Den einen oder anderen Tipp müssen die Großeltern dann nochmal geben, aber am Ende steht das Zelt dann.
Camping macht ja hungrig und nach so viel Arbeit, da gibt es dann erstmal eine ordentliche Mahlzeit. Der Campingplatz der Molenhof hat geöffnet von Ostern bis Ende September. Es gibt hier verschiedene Bereiche von Campingplätzen. Es gibt Plätze, dort hat man Schatten durch Bäume. Es gibt andere Bereiche, die sind frei und offen. Man muss ein bisschen schauen, wenn man Fernsehempfang haben will, dass man da den richtigen Platz dann erwischt. Es gibt überall Hinweisschilder, sodass man alles recht schnell findet. Bei der Größe des Platzes ist das natürlich wichtig. Die einzelnen Parzellen sind etwas unterschiedlich groß, bieten aber immer ausreichend Platz. Jede Parzelle hat einen Stromanschluss, einen Frischwasseranschluss und einen Abwasseranschluss, wenn man also den benötigt. Bei der Anmeldung bekommt man einen Schlüssel für den Wasserhahn, sodass man nur Wasser zapfen kann, wenn man diesen Schlüssel besitzt. Der Campingplatz hat 34 Spielplätze verschiedener Art. So hat man seine Kinder immer in Blickweite, wenn sie mal spielen gehen wollen. Es gibt nicht nur die einzelnen Spielplätze hier, sondern es gibt in zentraler Lage auch einen großen Erlebnisbereich, Actionbereich. Dort findet man unter anderem auch ein schönes großes Schwimmbad. Dieses Schwimmbad hat eine Besonderheit. Es kann geöffnet werden, also an schönen Tagen kann man das Dach zur Seite fahren, sodass man dann ein Freibad hat. Das Bad ist allerdings auch beheizt, sodass das Wasser immer so schön warm ist. Das Bad kann man nur betreten mit einer Karte, die bekommt man beim Einchecken. Diese Karte hat einen Strichcode und damit öffnet man dann das Drehtor. Das Bad hat den ganzen Tag geöffnet, von 9 bis 20 Uhr. Es hat überall eine Wassertiefe von 1,40 Meter und da gibt es dort auch keine Badeaufsicht oder braucht es keine Badeaufsicht. Es gibt noch ein kleines Becken mit geringer Wassertiefe, das ist dann eventuell für Kleinkinder. Da unsere beiden Enkelkinder gut schwimmen können, mussten wir nicht den ganzen Tag dabei sein, wenn sie im Schwimmbad waren. Wobei wir aber allerdings auch gerne mal ins Bad gegangen sind und mal eine Runde hier geschwommen haben. Jetzt in der Hochsaison wird das Bad natürlich gerne angenommen oder viel angenommen, sodass man als Erwachsener nicht so viel Platz hat mehr zum Schwimmen. Aber für die Kinder ist hier eben alles super und diese Rutsche, die ist natürlich auch noch so ein kleines Highlight. Es gibt im Innenbereich auch einen Bereich, der hat eine geringe Wassertiefe. Dort können dann Kleinkinder im Wasser spielen. Auch im Außenbereich gibt es noch unterschiedliche Sachen, wo man mit Wasser noch viel Spaß haben kann. Die Kinder können, wenn sie wollen, sich den ganzen Tag hier beschäftigen. Es gibt hier unter anderem ein Animationsprogramm. Dazu bekommt man beim Einchecken ein Programm, sodass man immer weiß, wann was los, wo los ist. Und ja, und dann kann man die Kinder dorthin schicken und die werden auch dort beaufsichtigt, sodass man sie auch alleine dort lassen kann. Das Animationsangebot gibt es allerdings nur in der Hauptsaison, also in der Ferienzeit. Es gibt auch einen großen Innenbereich, dort werden auch schon mal Theaterstücke aufgeführt. Wer nicht kochen möchte, der hat hier die Möglichkeit, er kann hier im Restaurant was essen gehen. Es gibt einmal einen Restaurantbereich und dann gibt es des Weiteren noch einen Abholbereich. Wenn die Großeltern mit den Enkelkindern auf Reisen sind, dann wird ja auch mal gesündigt, dann gibt es auch mal eine Cola und natürlich werden immer gerne Pommes gegessen. Die Pommes bestellt man im Abholbereich, bekommt dann so ein kleines elektronisches Gerät. Das meldet sich dann, wenn die Pommes fertig sind. Sowas wird natürlich nicht jeden Tag gegessen, aber im Urlaub darf man sich sowas hin und wieder auch mal gönnen. Und wer sich nach dem Abendessen noch ein bisschen bewegen möchte, der hat hier auf diesem Campingplatz die Möglichkeit, Minigolf zu spielen. Es gibt dort eine schöne, saubere, ordentliche Anlage, die man nutzen kann, ist allerdings kostenpflichtig. Es gibt mehrere Sanitärgebäude auf dem Platz, daher sind die Wege dann dorthin immer kurz. Die Sanitärgebäude verfügen über große Glasflächen, sodass die Wärme rein kann. So ist es immer schön hell und auch warm in den Gebäuden.
Alles ist sehr sauber und ordentlich, wie es bei einem 5-Sterne-Campingplatz sein sollte. Man achtet hier auch auf den Energieverbrauch. Beim Duschen läuft das warme Wasser maximal 8 Minuten, aber ich denke, das reicht. Für die Kinder gibt es einen separaten Sanitärbereich, der sehr schön gestaltet ist. Auch wer seine Wäsche waschen möchte, kein Problem, hier ist alles da, was man braucht. Waschmaschine, Trockner und so weiter, ist natürlich kostenpflichtig. An jedem Sanitärgebäude gibt es einen Ausguss für die Toilettenkassette und eine Hundedusche ist auch vorhanden. Wir machen uns auf den Weg und wollen eine kleine Geocache-Runde machen. Das ist ja Ritas Hobby. Da gehen die Enkelkinder natürlich gerne mit. Wer das nun nicht kennt, Geocaching, ich verlinke hier oben gleich mal das Video. Ich habe dazu ein Video gemacht, wie das Ganze funktioniert. Im hinteren Bereich des Campingplatzes kann man über ein Tor den Platz verlassen. Man kommt dann auf diesen Sandweg. Von dort geht es für uns dann weiter zu unserer Geocache-Runde. In den Niederlanden wird ja viel mit dem Fahrrad gefahren und so gibt es hier auch jede Menge Radwege, die gut ausgeschildert sind, sodass man in die nähere Umgebung einiges an Radtouren machen kann. So ist man vom Campingplatz aus ganz schnell an einem Kanal. Dort gibt es schöne Fahrradwege und alles autofrei, sodass man die Natur voll genießen kann. Für uns geht es auch ein Stück am Kanal entlang, allerdings ja zu Fuß. Und dann haben wir den ersten Angelcache erreicht. Und da muss man mit einer Angel aus dem Baum ein kleines Behältnis runterholen und dort drin ist dann ein sogenanntes Logbuch. Da trägt man sich ein mit seinem Codenamen und Datum und damit bestätigt man, dass man diesen Cache gefunden hat. Gesucht wird der Cache über die Koordinaten. Wir machen das mit dem Handy und wenn wir ihn dann gefunden haben und uns eingetragen haben in das Buch, dann muss man ihn natürlich ordentlich wieder in den Baum zurückhängen. Wenn es nicht so schwierig ist, dürfen die Kinder auch mal angeln und ja, und dann ist das Erfolgserlebnis auch da. Und nach etwa einer Stunde haben wir etwa 10 Cache gefunden und geangelt und dann geht es wieder zurück zum Campingplatz. Auf dem Campingplatz gibt es einen sogenannten Planschsee und dort haben sich unsere Enkelkinder auch immer gerne aufgehalten. Der gesamte Bereich ist eingezäunt und kann nur über ein Tor betreten werden und an dem Tor ist der Griff zum Öffnen der Tür so hoch angesetzt, dass Kleinkinder dieses Tor nicht öffnen können. Dieser Planschsee hat nur eine geringe Wassertiefe, sodass es auch keine Gefahr für Kinder ist, die jetzt hier nicht unbedingt schwimmen können, können sich hier also gut beschäftigen. Es gibt Möglichkeiten hier auch noch körperlich sich ordentlich zu betätigen, das sieht man hier. Und ja, also rundherum macht das den Kindern hier viel Spaß. Auch die Oma versucht es mal, aber sie möchte natürlich mit ihrem Outfit nicht gerade ins Wasser fallen. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, Aktivitäten außerhalb des Campingplatzes zu nutzen. Es gibt zum Beispiel in unmittelbarer Nähe einen Kletterwald. Aber unsere Enkelkinder waren hier auf dem Campingplatz voll und ganz zufrieden und hatten nicht das Bedürfnis, den Platz zu verlassen. Wer kein Fahrrad dabei hat, der hat hier die Möglichkeit, sich ein Fahrrad oder wie man hier sieht, ein Go-Kart zu leihen. Auch ein interessanter Punkt ist der Angelteich. Hier kann man kostenlos angeln, wenn man möchte. Eine Besonderheit gibt es hier allerdings, die geangelten Fische werden wieder reingeworfen, sodass der Nächste auch noch die Möglichkeit hat, einen Fisch zu fangen. Es sind überwiegend Karpfen, die man hier fängt. Auch wenn man selber nicht angelt, ist es doch immer wieder interessant zu sehen, wenn Fische gefangen werden. Im Eingangsbereich gibt es einen gut ausgestatteten Supermarkt. Hier kann man sogar, wenn man seine Badesachen vergessen hat, sich da neu ausstatten. Aber auch Lebensmittel und andere Sachen für die Körperpflege zum Beispiel, alles da, was man braucht. Aber in erster Linie ist es natürlich wichtig, dass man morgens seine Brötchen bekommt und das ist hier gewährleistet. Es gibt hier eine Auswahl an verschiedenen Brötchen.
Während unseres Aufenthalts auf dem Campingplatz der Molenhof gab es auf einem Sonntag einen kleinen Markt, der im Eingangsbereich des Campingplatzes aufgebaut wurde. Hier konnte man ja niederländische Produkte kaufen, Kleidung, Spielsachen und so weiter. Es gibt auf dem gesamten Campingplatz WLAN, allerdings ist die Datengeschwindigkeit im hinteren Bereich des Platzes nicht so groß oder nicht so stark. Deshalb sitzen die Kinder schon mal gerne weiter vorne im Eingangsbereich des Campingplatzes. Dort ist das Internet etwas schneller. Wir haben alles abgebaut und wieder gut eingepackt. Und bevor wir jetzt unsere Rückreise antreten, wollen wir noch entsorgen. Wir haben ja einen Festtank, also einen Fäkalienfesttank. Und da kommt immer wieder die Frage, wo kann man auf Campingplätzen entsorgen und wie geht das? Und das möchte ich jetzt nochmal kurz zeigen. Hier haben wir da wieder eine gute Lösung. Hier ist das alles ordentlich gemacht auf diesem Campingplatz, sodass es für uns kein Problem ist, hier zu entsorgen. Es gibt hier einen sogenannten Bodeneinlass. Wer also nur Grauwasser entsorgen möchte, der kann drüber fahren und den Hahn öffnen und ablassen. Wer einen Fäkalientank entleeren möchte, der sollte schon einen Schlauch nutzen und diesen nach Möglichkeit in die Öffnung, so wie wir es machen, hier einführen. Das Ganze ist eine saubere Sache. Erst wird der Fäkalientank entleert, dann wird das Grauwasser über einen Niveauausgleich in den Abwassertank gedrückt und dann wird das Ganze gespült und damit sind die Tanks dann auch wieder ordentlich sauber. Wer jetzt noch mehr wissen möchte über den Camping De Molenhof, der gehe bitte auf die Internetseite. Ich werde sie verlinken unter dem Video im Text. Dort findet ihr jede Menge Informationen, auch Preise und Angebote. Ja, wir waren 6 Tage auf dem Camping De Molenhof. Und ja, es war für uns, glaube ich, alles, nicht glaube, sondern es waren für uns schöne Tage. Wetter hat super mitgespielt. Jetzt sind wir auf der Heimreise und lassen nochmal so die ganzen Tage Revue passieren. Ja, und da muss ich natürlich die Enkelkinder fragen, wie hat es euch gefallen? Was war am besten dort? Das Schwimmbad fand ich am besten. Aha, siehst du, der Jan, der fand das Schwimmbad am besten, fand ich auch gut. Bin ich auch jeden Tag mit drin gewesen. Und wie ist es bei dir, Tom? Was war bei dir gut? Also ich fand auch gut, dass da ganz viele Spielplätze waren und die Umgebung da ist ganz schön. Gibt es Wanderwege, wo man laufen kann und alles. Und ich fand das Schwimmbad auch relativ gut. Ja, das Schwimmbad ist, glaube ich, allgemein sehr gut angekommen. Wir haben einen Außenbereich, einen Innenbereich. Also auch bei, wenn das Wetter mal nicht so mitspielt wie jetzt in diesem Jahr, kann das Schwimmbad geschlossen werden und man kann jeden Tag ins Bad gehen. Ja, das war's diesmal mal wieder, unsere Reise mit den Enkelkindern. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal. Tschüss.